Ja, Markus Schmitz, den Stadionsprecher aus Dresden, haben wir noch gar nicht am Mikro gehabt eigentlich. Jetzt haben wir es mal. Oh. Eishöfen Juniors Game Day. Mhm. Was sagst du, dass das mal sowas veranstaltet wird hier in Dresden? Nee, finde ich extrem cool, weil es extrem wichtig ist, die Nachwuchsarbeit. Ich meine, das ist ja immer nur ein Teil, den wir hier sehen. Es sind ja viele hundert Kinder. Und wir haben ja auch heute so, dass wir zum Beispiel auch bei uns im Kampfgericht jemanden dabei haben vom Nachwuchs. Ich glaube, bei der Spielerbetreuung ist jemand mit dabei, also in verschiedenen Funktionen hier in der Arena heute. Ja, und ich denke mal, für die Kinder ist es auch cool. Und ich bin immer erstaunt, die Kleinen, wie ruhig und gelassen die sind, wenn die aufs Eis gehen vor Tausenden von Leuten, egal ob sie Puckkind sind oder nur Einlaufkind. Aber es ist immer extrem schön und die Kinder, ist jedes Mal, wenn du das Leuchten in den Augen siehst, dann ist alles schön. Also wir bei Eislöwen TV haben auch zwei Kinder heute bei uns mit oben. Einer kommt dann auch mit noch ans Mikro. Wird es bei euch der Kleine auch ein bisschen mit eingebunden oder was darf er bei euch machen? Ja, so klein ist er nicht mehr, der ist nämlich schon 14. Noch ist er ein bisschen schüchtern, ich versuche noch ein bisschen ihn weich zu kriegen. Wir werden ihn noch ein bisschen einbinden, mal gucken. Vielleicht, wenn das erste Tor fällt. Wollte gerade sagen, wird er vielleicht mal ans Mikro gehen heute noch? Also, noch sträubt er sich ein bisschen, er steht so ein bisschen abseits, vielleicht kriegen wir noch dahin, dass er was macht. Wäre lustig, ja. Oder schön für ihn. Ja, ja, ich weiß doch, was ihr wollt, ja, ja. Was wollen wir? Ja, dass ich auch mal eine Pause mache und mich auch mal einfach gemütlich hinsetzen kann, Spiel gucken kann. Genau, wir wollen, dass die Namen richtig ausgesprochen werden, richtig. Und kurze Spieleinschätzung noch, Markus. Das Spiel läuft jetzt aktuell 1-0, liegt Dresden noch hinten. Kein wirklich gutes Spiel, wie siehst du es? Also Bayreuth steht sehr gut in der Defensive vor allen Dingen, halten ihre Position extrem gut, sind taktisch anscheinend gut eingestellt. Dresden noch nicht zwingend genug. Also es sind Chancen da, aber ist richtig vors Tor gefährlich, vor Serda ist es noch nicht so wirklich. Jetzt müssen sie auf jeden Fall eine Schippe drauflegen und einfach schießen, schießen, schießen aus allen Lagen. Richtig, haben wir auch schon gesagt, wichtige drei Punkte stehen auf dem Spiel. Wir schauen mal, wie es wird und dann schauen wir einfach. Viel Spaß dir auf jeden Fall noch mit dem Kleinen auch, oder danke. Großen. Und schöne Grüße an alle Spray-TV-Zuschauer. Eislöwen TV und Spray-TV, danke. Gerne.